Was geht ab, Leute? Willkommen zurück bei Titan Quest Immortal Throne. Wir gehen genau hier weiter und stürzen uns wieder in die Wildschweinhorden rein. In die sehr großen Wildschweinmassen. Die wir mittlerweile aber mit unserem Punktschusspfeil sehr gut zerstören können. Jetzt kommen auch wieder Krähen. Einer meiner Lieblingsgegner, den man so schön zerfetzen kann. Wir müssten aber tatsächlich auch bald in einem kleinen Zwischendörfchen ankommen. Zu viel spoilern will ich aber natürlich nicht. Ein bisschen dauert es, glaube ich, noch, aber wenn wir die Monsterlage hier alle fertig haben, dann sollte das auch schon kommen. Das ist dann eben eins von denen, die keine... Oh, eins von denen, die keine Portale haben. Die also nur so ein kleines Zwischenlager sind. Oh! Damit man auch nur so ein Zwischendurch sowas hat. Oh. Okay, schade. Ist leider was für ein Magier. Für die Erdmeisterschaft mit Intelligenz und Feuerschaden und plus 2 auf Vulkankugel. Genau die, die immer auf uns gefeuert wird. Wie ironisch. Werden wir also verkaufen. Allerdings ein weiteres blaues Item. Und über die freue ich mich eigentlich grundsätzlich. Den Netzen immer schön ausweichen, wollte ich sagen. Dabei bin ich dann doch wieder reingelaufen. Ach ja. Schöne Titan Quest Atmosphäre. Wie findet ihr die Musik und generell die Landschaften? Findet ihr die auch so nice wie ich? Könnt ihr ja gerne... Oh Gott, sind... Ja, das ist ein sehr, sehr großes Lager. Das ist ein sehr, sehr großes Lager. Da werden wir erstmal eine Weile lang dran zu kämpfen haben. Wie findet ihr Titan Quest so bisher? Auch so von der Atmosphäre her und der Musik. Findet ihr das auch so nice wie ich? Ich finde das absolut geil. Gott, oh Gott, ich hoffe, die Aufnahme crasht hier nicht. Ich hoffe mal, das läuft jetzt alles hier. Oh, also wenn diese Aufnahme ein paar Lecks hat, dann tut es mir leid. Diesmal könnte ich mir sogar noch ziemlich gut vorstellen, warum. Dieses Lager ist im normalen Vanilla Titan Quest schon sehr groß. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr zu kämpfen hier mit unserer Mass Boss Challenge. Sie verändert allerdings nichts an der Story des Spiels, ne? Also, falls ihr das vielleicht gedacht habt, nein. Ist wirklich nur für die Monster und die Challenge da. Hat aber nichts mit der Story zu tun. Das ist ein ganz normales Let's Play, so wie die anderen Titan Quest Let's Plays auch. Nur halt mit so einem kleinen Extra-Bonus. Die Magier im Hintergrund sind jetzt natürlich sehr lästig, weil die können durchgehend heilen und wir kommen halt auch überhaupt nicht an die ran. Jetzt vielleicht an so ein paar, ja. Ich versuche auch immer so ein bisschen das Laggen zu vermeiden, indem ich im Notfall wegrenne. Weil ich ja weiß, dass GeForce sich bei Lags in Videospielen immer so ein bisschen hat. Und das will ich eigentlich so gut vermeiden, wie es geht. Bei so einer großen Area sind aber die Lags nie zu 100% zu vermeiden. Das muss ich entschuldigen, aber das ist halt so. Vulkankugeln, die auch hier immer fliegen. Wenn wir erstmal alle Magier haben, dann ist es auch... Dann können die nicht mehr rumheilen, dann geht das auch, denke ich mal, alles ein bisschen schneller hier. Wir können es auch einfach mal genießen, ja? Wir können das Abschlachten hier auch einfach mal ein bisschen genießen. Tatsächlich leckt aber, glaube ich, die Anniversary Edition bei sowas mehr als Immortal Throne, kann das sein? Die wollten da ganz viele Verbesserungen vornehmen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das leckt da mehr bei Mass Boss. Also das ist ja unspielbar. Ich finde, hier ist es jetzt gerade das allererste Mal, dass es überhaupt wirklich leckt. Und selbst das hält sich eigentlich noch ganz gut in Grenzen. Hört auf zu heilen, ihr Spastis. Oh.
Oh. Ich glaube, wir werden den ganzen Part in diesem Lager hier verbringen. Das ist schon verdammt groß. Heilungstränke, immer schön her. Auch mal mitten, wenn man angegriffen wird, Heilungstränke sammeln, ist ja kein Ding. Falls ihr euch wundert, diese Lager sind quasi so ein bisschen kombiniert. Das heißt, ich mache jetzt hier trotzdem mal weiter, weil ich mich so systematisch hocharbeite. Da hinten mit dem Lager sind wir aber noch nicht ganz fertig. Aber wie gesagt, die überschneiden sich auch so ein bisschen. Deswegen spielt es eigentlich nicht wirklich eine großartige Rolle. Ich mache das nur, damit wir ein bisschen System hier rangehen können. Natürlich sehr laut. RIP an alle Headphone-Nutzer. Diese Türen sind sehr laut. So, ganz kurzer Schnitt, weil ich gerade gestört wurde, beziehungsweise Mute. Mal gucken, wie ich das mache. Ich schätze mal, ich werde mich gerade gemutet haben. Nein! Wieder ein blaues Item und das ist wieder etwas für einen Magier. Yay, super. Schon wieder, zum zweiten Mal. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Was wir immer für ein Pech haben, was blaue Items angeht. So, wir sind hier immer noch in den spartanischen Wäldern, allerdings in einem kleinen Zwischenbereich, in dem sich jetzt hier Spinnen befinden. Und ich hatte ja mal in einer der letzten Parts gesagt, dass Spinnen noch zu ernstzunehmenden Gegnern werden. Das wird jetzt in diesem Bereich hier zum Einsatz kommen. Hier werden nämlich sehr viele Spinnen kommen. Und es gibt auch sehr viele sehr penetrante Helden-Monster-Spinnen, die natürlich auch freie Bahn haben bei uns. Ich werde aber mein Bestes tun, um gegen sie zu gewinnen, denn gegen Spinnen kämpfen, das kenne ich nicht nur aus Titan Quest, sagen wir es mal so. Das kennt ja, denke ich mal, jeder, der nicht selber eine Spinne zu Hause hat. Wenn einer von euch eine Spinne zu Hause hat, dann sagt mir, dann erkläre ich denjenigen offiziell für verrückt. Aber ich bezweifle es, dass es da irgendeinen geben wird, der tatsächlich eine Hausspinne hat. Wobei das gar nicht mal so unverbreitet ist. Also es ist doch schon... Spinnen sind gar nicht so unhäufige Haustiere, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich finde es halt so absurd, weil ich so verdammt, ja, was heißt Angst? Sagen wir vielleicht einfach eher Respekt vor solchen Viechern ab. Ich finde die halt einfach total eklig. Ich habe keine Angst so an sich, aber die sind halt einfach eklig as fuck. So, und ich will mit denen halt nichts am Hut haben. Und entferne sie dementsprechend auch, sobald ich sie irgendwo hier sehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich total panische Angst habe, aber die... Sobald sie sehr groß sind, ja, würde ich denen schon nicht unbedingt so nahe kommen, sagen wir es einfach mal so. So eine ganz leichte Phobie vielleicht. Und deswegen könnte ich mir sowas überhaupt gar nicht vorstellen, so ein Ding als Haustier zu haben. Aber es gibt natürlich doch auch viele Videos auf YouTube. Alter, was ist das denn? Huch! Das ist, glaube ich, eine Heldenspinne. Ja, es gibt halt auch viele Videos auf YouTube, wo man eben solche Leute sehen kann, die eben diese Hausspinnen besitzen. Habe ich auch schon mal ein paar Mal gesehen, musste ich fast kotzen, aber ja gut. Ist ja jedem selbst überlassen, ne? Die Arachno-Dinger sind im Übrigen meistens ziemlich gut, jetzt in dem Fall hier allerdings nicht.
Und da kommen die Heldenmonster, spielen schon alle auf uns zu. Die sind ziemlich stark, deswegen ergreifen wir mal Flucht hier kurz. Oh, das sind aber sehr viele. Oh Gott, hier muss ich weg. Nein, nein. Okay, die anderen sind abgehauen, sehr gut. Wenn die jetzt noch hergekommen wären, hätte ich ein Problem gehabt, wenn ich hier im Netz gefangen bin. Denn wir haben ja auch Torgux, den Menschenfänger. Der ist darauf ausgelegt, Menschen zu fangen. Und wir sind ganz offensichtlich ein Mensch. In jedem Fall kann ich mir das, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen. Aber ist ja jedem das Seine. Aber ich glaube, so eine Wohnung mit so einer Vogelspinne oder so, mit so einer exotischen Vogelspinne als Haustier, würde ich gar nicht erst betreten. Könnte ich gar nicht. Wäre einfach total penetrant für mich. Jetzt nicht für denjenigen natürlich, aber für mich, das geht gar nicht. Immer die Panik, dass sie irgendwie rauskommt aus ihrem Gitter, da aus ihrem Kasten und dann... Dann fahren die Affen Panzer. Wenn das passiert, dann fahren die Affen definitiv Panzer. Oh, die hat Lebensentzug. Die heilt sich an mir hoch. Das finde ich nicht nett von dir. Kann irgendjemand von euch diesen Namen aussprechen? Rünenfürst Kintzier. Ich kann es nämlich nicht so wirklich. Ach du Scheiße, das sind ja noch zwei von solchen Kintziers. Nee, das ist feindselige Arachnos. Arachnos-Held. Nee, Runenweber. Das da hinten ist noch ein Kikinzier. Oh! Allerdings sind die Einzelnen auch nicht wirklich ein Problem. Also nur in der Masse können die wirklich was ausrichten gegen uns. Und die Kleinen sind überhaupt kein großartiges Problem, auch in der Masse nicht. Sehr gut, dann haben wir die Höhle auch schon abgeschlossen und tatsächlich bald, wie ich hier unten sehe, Level 15 erreicht. Dann heißt es für uns weiter nach oben auf dem Weg zum Streusfestpfeil. Huch, die kleinen Dinger, die habe ich ja total übersehen. Die hat man in der Nacht ja gar nicht so gut gesehen. Was mir tatsächlich auch mal gerade auffällt, wir haben hier so eine Kräuterkunde, die wir uns aufs Schienbein schmieren können sozusagen. So eine Heildings, die wir rauf machen können, die uns Gesundheitsregeneration und Giftwiderstand gibt und auf der letzten Stufe so lange hält, dass man die halt nur alle 6 bis 7 Minuten mal erneuern muss. Die ist sehr, sehr hilfreich, vor allem im letzten Akt und bei jeglichen Gegnern eigentlich, die Giftschaden machen. Die werden wir uns definitiv auch noch holen und zwar in naher Zukunft. Wie gesagt, Streuschusspfeil ist jetzt so erstmal mein Ziel. Die Kräuterkunde ist aber definitiv auch noch was, was ich haben möchte. Falls die ersten Titan Quest Experten jetzt schon meinen, warum hast du ja noch nicht die Kräuterkunde geholt? Die ist so gut, die ist so geil. Hol ja mal, bitte, hol ja mal. Mach ich noch. Keine Sorge. Jetzt ist erstmal jeder Punkt wichtig. Und jeder Punkt, den wir haben, den benutzen wir, um schneller zum Streuschusspfeil zu kommen. Und danach wird das andere gemacht. Lästige Wildschweinreiter. Und da sehen wir schon, hier sind zwei Fackeln und auf der Minikarte kann man es auch schon erkennen. Da oben ist das vorhin angesprochene Dorf. Hier haben wir aber noch einen Magier. Wir haben noch zwei Magier, die überlebt haben. Das kann ich nicht dulden. Hier muss jedes Monster muss sterben. Lol, hat der sich hier drin im Zelt versteckt? Ich fasse es ja nicht. Ein Hinterhaltsangriff hier noch. Noch mehr kannst du nicht halten. Nicht mal mehr Platz für eine Essenz habe ich. Kann ich hier ein paar Sachen zusammenfügen. Das ist natürlich nice. Artemis Bogensehne. Allerdings muss ich sagen, 6% Angriff, 9 Durchschlagschaden und plus 6% Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt nicht so geil wie das, was wir hier haben irgendwie. So, wir sind angekommen in Tegea. Guten Tag, wir haben hier einen Olorus. Das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden. Es ist vorgestern passiert, nachdem der erste Satyr gesichtet wurde. Meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn. Da kriege ich plötzlich Merlin-Flashbacks. Für jene, die Merlin, die neuen Abenteuer, die Serie kennen und die zweite Folge, glaube ich, geschaut haben, da ist sowas Ähnliches passiert. Ich singe, Muse, von der Göttin der Jagd, die wir Artemis nennen. Und ich singe von einem Sterblichen namens Actäon.
Die Göttin Artemis, Schwester von Apollon und Herrscherin über den Mond. Es gibt keinen besseren Jäger als sie. Niemand, dessen Bogen oder Speer genauer und sicherer trifft. Akteon war auch ein Meisterjäger und viele Hirsche waren seinem Bogen erlegen. Gut, das habe ich halt wie gesagt jetzt mal durchgescrollt. Der hat jetzt noch sehr, sehr lange gelabert. Neuigkeiten aus ganz Griechenland berichten von der gleichen Geschichte der Zerstörung. Diese Kreaturen streifen überall umher. Was sollen die kleinen Dörfer tun? Die Spartaner können nicht uns alle beschützen. Genau dafür bin ich ja hier. Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Ach ja, und wer hat dich gerade gefragt, was du verkaufst? Das ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. 11% Bewegung ist, ja... 1% Bewegung verlieren wir, kriegen aber Rüst. Na egal, scheiß drauf, nee. Dann habe ich lieber den 1% Bewegung, bin ich ehrlich. Möge Artemis dich begleiten. Möge er das tun, genau. So, und jetzt haben wir hier einmal diesen Weg. Das ist eine Nebenquest mit dem vergifteten Wasser, die führt uns in diese Richtung. Das werden wir im nächsten Part machen. Dann haben wir hier einmal einen Weg, hier geht es zum Friedhof. Das werden wir auch im nächsten Part machen. Und der ganz normale Weg geht eben, wie es ziemlich offensichtlich ist, hier oben weiter. Hier oben findet schon ein Stellungskampf statt. Hier helfe ich dann direkt mal mit. Das können wir jetzt noch schnell machen hier. Zombies abschießen, bevor sie hier noch ins Dorf einfallen und keine Ahnung, was für eine Scheiße machen. Schnell mithelfen hier den Leuten. Es sind ja schon so viele Bogenschützen, aber die sind halt nicht so stark wie wir. Immer schön Punktschusspfeil ausnutzen und durch alle durchballern. Da kommen immer noch welche, das ist noch nicht vorbei. Und da ist ein Satyr, der aufmuckt. Oh, da kommen ganz viele. Ich wollte jetzt noch gar nicht gegen euch alle kämpfen, aber ihr muckt anscheinend auf. Also mache ich euch mal schnell platt. Gibt ja auch EP. So, reicht. Mal kurz schnell so einen kleinen Ausflug gemacht, ein paar EP gesammelt. Jetzt gehen wir zurück nach TGR. Und genau hier beim Brunnen, beim Mittelpunkt von TPK geht... Beim Mittelpunkt von Tegea beende ich jetzt den Part. Schöner Sprechfehler noch am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, Leute, und ciao.